Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dirt Rally. Wir spielen hier jetzt das Rennen in Griechenland und fahren in den Sonnenuntergang. Ja. Oh, wir sind Erster angeblich. Versuchen wir mal unser Glück, indem wir weiterdrücken und sagen, an Etappe teilnehmen. So. Aber was ganz Neues, unser Auto ist ganz. Noch. 3, 2, 1, Start. Links 6, 80. So. Beim Start wieder gut weggekommen, ohne ihn zu 80, bergab, verkacken. Und hier diese Strecken mag ich nicht, weil man kaum erkennt, wo man langfahren muss. Links 6 über Kuppel, 60 bergab. Achtung, rechts 5, 60 bergab. Rechts 5, nicht schneiden. Oh, Achtung, oh. Links 4, halb lang, in links 3 lang. In rechts 5, links? Nicht schneiden, ja, 60. Links. Nicht schneiden war die Aussage, habe ich gerade noch so gepackt. Dafür musste ich aber stark bremsen. Links 6, 60. Na gut, besser als das Auto wieder zu fetzen. Links 6, 60. Ich habe mir gedacht, fahren wir ein bisschen sicherer, rechts vorsichtiger. 6, ich werde es wahrscheinlich eh gleich in den Sand setzen. Geht hier Griechenland ja leicht. Aber, sieht alles so sandig aus, ist aber gar kein Sand. Oh nein! Komm wieder hoch, komm wieder hoch! Oh. Ich habe gleich nochmal die Leitplanke mit, muss wahrscheinlich so. Links 4 über 90. Das heißt jetzt nicht wirklich den Hinterreifen gefetzt, oder? In sofort kehre links. Ich glaube nicht. Kehre links. Alles im Griff. Beide Bremsen sind voll durchgezogen. Oder durchgedrückt, nennt wie ihr es wollt. Nennt's wie ihr es wollt, so rum. In links 6. Kuppel, Welle. Eieieiei. Rechts 6 durch Senke 60. Ah, 5 Sekunden Rückstand ist doch eigentlich ganz okay. Kehre links um Baum. Ich will aber über den Baum fahren. Das Auto ist noch erstaunlicherweise ziemlich ganz, ja? Ich muss mich gerade mal selbst loben. Ich glaube, das ist erstmal, dass wir es so weit geschafft haben mit dem ganzen Auto, oder? Rechts 6, Kuppel 80. Finde ich cool. Links 6, halblang. Wenn wir es 2 Minuten schaffen, ohne das Auto komplett zu fetzen, oder jeden Sprung in der Scheibe zu haben, oder sichtliche Schäden vorne zu haben. Mensch. Oh Gott! Es waren genau 2 Minuten. Ich muss mich zurücksetzen, ich hänge hier fest. Das hat jetzt natürlich ordentlich Zeit gekostet. Rechts 6, 60. Aber das Auto ist immer noch eigentlich ganz, ne? Kehre rechts 150. Ich würde eins irgendwas fahren, also Minuten, nicht Sekunden, dann ist es vollkommen in Ordnung für mich. Für mein Niveau. Wäre so der Rennexperte, ne? Um 1 kann ich, weil ich die Strecken schon quasi auswendig kenne. Aber Dirt ist mal eine neue Herausforderung. Ich suche Herausforderungen. Es macht einfach Spaß, sowas zu spielen. Formel 1 macht auch übertrieben viel Spaß, wenn man die richtige Stärke von Gegner-KI findet. Beziehungsweise, wenn man jemanden im Multiplayer hat und dem man spielen kann, macht das auch sehr viel Spaß. Weil man weiß, man hat jemand, mit dem man sich mal ein bisschen duellieren kann. Links 6. Die Leute, die Jahr für Jahr Formel 1 kaufen und dann auf Anfänger spielen, also KI. Und selbst schon so fahren, dass sie locker gegen die Profi-KI fahren könnten. Das ist. Warum spielt man es dann? Da hat man sowieso. Naja, ich sag jetzt mal 18 Rennsiege. Ich weiß gerade nicht, wie viele beim neuen Formel 1 dann sein werden. Aber das kommt ja bald raus. Und dann wisst ihr ja schon, was ihr hier erwarten könnt. So, unser Auto kratzt gerade hier ab. Also auch nicht. Kehre links. Rechts 5 lang. Rechts 5 lang, ja. Gut, wenn du das sagst. Vorsicht, links 6, Kuppel mittig halten. Kuppel, mittig. Kuppel 80. Links 6, 100. Da ist die Kuppel, was? Ja! Schnell zurücksetzen, das Auto ist immer noch ganz. Ha, ihr habt nichts gesehen. Oder etwa doch. Kehre nach links. In rechts 6, 80 über Kuppel. Tut mir leid. War hier ein bisschen verschätzt, glaube ich. Achtung, rechts. Komm, unter einer Minute, komm. Gib's mir noch. Gönn es mir, gönn es mir. 50. 50. Ja, war irgendwas mit 50. 50, 3 irgendwas. Oh, 50, 5, 3, 9. Ich bin Vater geworden. Yay.
Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. So. Oh, welch ein Wunder, wir sind Vierter. Oh. Was hätte ich auch anderes erwarten sollen? Ne. Weiß er nicht. So. Und die nächste Strecke. Diesmal fahren wir leider nicht in den Sonnenuntergang, sondern müssen mittags fahren. Aber es sind ungefähr die gleichen Voraussetzungen, nur halt eine andere Strecke. Wir müssen wieder warten, bis es lädt. Da sieht eigentlich ganz anspruchsvoll aus. Voll Konzentration, glaube ich, benötigt. Und wir starten gleich mal berghoch. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Achtung, links 4 Nicht lang, gleich voll auf nicht dem halb. Gas gewesen. Ich glaube, das hat geholfen. In rechts 5 halb lang, nicht Und das schneiden. Auto ist immer noch Rechts halb ganz, über ja. Kuppel. Naja. Vielleicht schaffe ich Links ja, 4 das lang. Auto mal einen ganzen Part lang ganz zu lassen. Ich bezweifle es, aber hier stehen so viele Bäume. In Achtung, rechts 2 lang, mittig halten. 170. Und wir fahren schon den Hang hoch. Geht schon los. Kunstvolle Drehung. Spiegel kaputt. Achtung, Sprung, rechts 5, macht zu, nicht schneiden. Links 6. In links 6 lang, 80 über Welle. Die Aussage war nicht schneiden. Ich fahre natürlich erstmal voll über diese Rechts Kante 6. drüber, als es In links darauf 6. bezogen war. In rechts 5, macht zu, nicht schneiden. Achtung, Oh. links 2, verengt sich. Ich kann lenken. Und Cool. Er hat rutscht die Hände in nicht links mal am 1. Lenkrad. Die Strecke ist In nicht so links toll. 6, 60, Kuppelsprung. Und links halten über Kuppel. Die Strecke ist für mich zu hoch. Tut mir leid. Achtung, Kuppel rechts 6, macht zu bis 5, verengt sich. Links 3 lang. Oh nein. 70. Kuppel vielleicht Sprung. Geschafft. Rechts 3 lang 60. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich so an der Wand komme oder an so einen Hügel, denke ich mir so, bitte nicht abfliegen, bitte nicht Links abfliegen. 2 über 80 über Haltebucht. Hier zum Beispiel hätte ich jetzt schneller fahren können, aber das weiß man immer In vorher rechts nicht. 6. In Kuppel vielleicht Sprung 60. Links halten über Kuppel. Oh. In links 6. Und Wieso rechts 2 verzieht das halb Auto lang nicht so? Willst du schneiden. mir nicht erzählen, dass es das Reifen Rechts 3 kaputt hat? lang. Rechts halten über Kuppel 80. Naja, aber gleich alles andere. Doch, da ist ein Reifen kaputt. Das lenkt so richtig komisch. Rechts 6 über kleine Oder sind hier Kuppel. so Spuren? In links 4. Ey, 80. nicht normal, nicht normal. Uah, Auto. Links 6, 80 über Was kleine machst du denn Kuppel. da? Links 6, 80. Ach nein. Rechts 2 lang, nicht schneiden. Hat mich der liebe Kram denn gerade angeschrieben? Hat man bestimmt gehört. 150. Och nein. War nicht so toll, da Achtung, jetzt auf rechts den halten Zeitbildschirm über zu gucken, um versuchen, das zu lesen. Der ist mir gleich durch. Vielleicht Sprung über Kreuzung. Das Gefühl, es Links sind gerade 4 einfach halb alle lang, Reifen nicht kaputt. schneiden. Was denn das? In kleine Kuppel und Welle. In links 5 halb lang. Och, das In rechts Fahrverhalten 6. gerade, ne? In links 6 über Welle, verengt sich, mittig bleiben, 60. Links 6 halb lang. Och. Was? Was war denn das gerade für ein Baum? Und rechts 5 So ein nicht schneiden. Stahlgebüsch. In links 5 Och, halb das Auto lang. fährt wirklich, als hätte es einen Reifen kaputt. Bitte sag nicht, In dass da ein rechts Reifen 5 kaputt halb ist. lang, 80, links halten über Ein Kuppel. Achsbruch. In Nein. rechts 1 lang. Links 6. Nee. Nicht so toll. Links 4 halb lang, 60 über Kuppel vielleicht Sprung. Ein bisschen die Grafik angucken. Sehr schön. Links 6. Ein Rechts 1 lang. bisschen ablenken. Kuppel. Was? Links 5. Was? Was das denn gerade für ein Stunt? Rechts 4 durch Senke. Hab's Auto zum Nicht Fliegen gebracht. schneiden. Ich fahr doch gar kein Red Bull. Links 6 über Bitte 80. hier Produktplatzierung Macht zu einfügen. bis 5, Danke. 60. So. Rechts 2 halb lang. Nein! Rechts 6. Links 6, 130. Rechts halten, über Kreuzung, über Welle, verengt sich 100. Rechts halten, Rechts über 6, Kreuzung, über Achtung Welle. langsam, 60 über Fängt Kuppel. sich. Was? Rechts 4 nicht Das schneiden. überfordert mein kleines Hirn schon wieder. In links 5 Nein! halb über Kreuzung. Und das Auto ist kaputt. Zumindest nicht Rechts sichtbar. 6. Außer dem Spiegel, Links was es ja 6. schon hatte. Achtung, 100, links halten, über Kuppel. Rechts 4 lang, nicht schneiden. In Achtung, links 6, Was? Kuppel vielleicht Sprung. Oh, nicht schneiden war die Aussage. Nein. Links 6, innen halten. Ich bring's wieder fertig, das Auto zum Totalschaden zusammenzufahren. Und das vor den letzten zwei Rechts Rennen. 6, Nicht links gut. 6. In links Gar 4 halb lang. nicht gut. Rechts 5, nicht schneiden, 100. Ich schaff's aber auch mal wieder, eine Flugshow Links hinzulegen. 1 lang. Dabei spiele Macht ich nicht zu, mal Mission verengt sich, Luftrettung. 60. Meine Güte. Rechts 6, 60.
Links 6, 60, links 6, über Welle, verengt sich. Links 6, rechts 6. Rechts 6, über 80, macht zu bis 5. In links 3 lang. Ja. In links halten, über kleine. Die Zeit ist auch wieder 60, super. Rechts halten, über ich glaube, wir werden locker 6. 7. Aber was soll's. Dann sind wir halt nur noch 5. 6. in der Gesamtwertung. Was? Das war jetzt doof. Da habe ich mich komplett weggedreht und bin einfach rückwärts abgeflogen. Strecke verhängt sich wieder mal. Ist ja nicht so, als wäre die Strecke schlimm genug. Stahlgebüsch. Was sind das für Dinger? Da fliegst du hier so ab und dann hängst einfach boom am Baum. Naja, es war ja nicht mal ein Baum. Es war halt nur so ein kleines Gebüsch. Links 1. Also bitte an die Entwickler, macht diese Gebüsche nicht so OP. Hallo, Auto? Was ist das? Okay, ich bin, glaube ich, letzter. Rechts 1 lang, 80. Ich gucke mir das gleich mal an, ob hier irgendein Reifen kaputt ist. Das kann nicht wahr sein, dass das so normal fahren soll, ja. Rechts 4 über 80, Also im Gegensatz zum Rennen davor fährt das Auto gerade ganz anders. Und rechts 4 halb lang. Und links 5. Und rechts 6. Es übersteuert einfach. Über ohne Ende. 120 bis 10. Es lenkt auch einfach. Oh, als hin und her. Ich muss als gegenlenken. Da ist das Ziel gekommen. Hör auf! Da ist die Lichtstrecke! Geiles Endbild. Und was haben wir? 7. Bam, bam. Ich kann die Wiederholung sehen. Wo kann ich die angucken? Da? Ja. In rechts 5 halb lang nicht schneiden. Vorspulen. Das ist die vorgespulte Variante, soweit ich das weiß. Ja, ne? Ja. Ich glaube, ab diesem Moment waren doch die Reifen kaputt, oder? Aber das erst später. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Also irgendein Reifen ist da mit Sicherheit kaputt gewesen oder irgendwas an der Federung, Achse, sonstiges. Können wir die Kameras durchgehen. Hier war das Verhalten, glaube ich, noch normal. Wechsel mal die Kameras durch, so. So, mal gucken, was sehen wir hier. Man sieht es nicht richtig. Aber egal. Ob es jetzt kaputt war oder nicht, tut jetzt auch nichts mehr zur Sache. Hilft uns nicht mehr. Wir sind jetzt auf den 6. 2 Plätze runter. Und haben eine richtig schlechte Zeit da hinter den anderen. Da muss ich dann mal versuchen, bei den nächsten oder bei den letzten 2 Rennen das rauszureißen. Aber das war's mit der heutigen Folge. Und da sieht man, der Reifen ist kaputt. Da unten spuren die Funken. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.